Ich brauche heute den Case nochmal. Wolltest du nur wieder Villager-Eier? Anna, mein, kannst du bitte mal langsam anfangen mit dem Eisen-Spawner? Golem-Spawner hier drinne? Ja, in 10 Stunden. Fällt mir nicht, Alter. Der muss einfach fertig werden. Okay, ich brauche. Der wird eh fertig. Alles mit der Ruhe. Ich werde aber auch nicht mehr jünger, Underman. Ich bin jetzt auch schon 22. An der Spitze meines Alters. Ich werde nicht mehr jünger. Benos ist in die Lava gelaufen. Das Lustige ist, mein Schulkamerad ist ja älter wie du. Das ist irgendwie traurig. Warum macht das? Ja. Lara, der wiederholt, Alter. Nee. Da alles so alt. Was soll ich denn sagen? In der Berufsschule, Alter, da hatten wir einen Typen drin gehabt, der hat graue Haare gehabt. Als ich in der Lehre war, zum Fahrer gerissen. Wie alt war der? 51 oder 48 oder so im Dreh? Ich glaube bei uns der älteste 20, 23. In der Berufsschule, Alter, ich meine, holy shit. Der hat sogar einen drin gehabt, Alter, der hat Lanzerklamotten getragen und sich Kalk gerufen ab und zu im Unterricht. Wo ich mir denke, Alter, what the fuck? Jo, komm, machen. Ich meine, ja, das kann man machen, sollte man aber nicht, ne? Natürlich, du könntest hier sowas Geiles bauen, ne? Hier draußen, ne? Ach Gott, wo kommt der Creeper her? Holy shit. Alter. Stehst du an der Mob-Farm, hast du Zombie-Spawner drin, und Creeper runtergejizzt, Alter. Und wir die richtig eingeben. Ein Zombie hat gerade zwei Pfeile von mir gestochen, lol. Du, was wolltest du jetzt sagen? Hier. Du könntest hier richtig geil was bauen, also. Kevin, so was hatten wir zum Thema gesagt? Mein Inventar ist permanent voll. Oh, stimmt. Warte. Du bist lagerstig. So, hab's schon gemacht. Ja. Guck, hier hättest du eigentlich voll geil mit Blättern und so weiter bauen können, wenn du hier nichts bauen willst. Einfach so, dass es so richtig verwachsen alles aussieht. You know the way. Könntest du hier richtig geil bauen. Yes, my brother, I know the way. We must found the queen. Könntest du das hier so richtig geil mit Blättern und alles dekorieren? Ah ja, dieses Jahr kommt der neue James Bond raus, oder? Alle 3 Jahre, oder? Ich denke mal, es wird keiner kommen. Weißt du, was ich mich freue? Black Panther, Infinity War. Ach. Der Türk ist Black Panther. Der startet ja jetzt in 2 Wochen. Im Kino höchstwahrscheinlich nicht, aber ich werde nicht auf Blu-ray kommen. Ich sag mal so, was so Filme betrifft, gehe ich jetzt nicht unbedingt für jeden Film in Kino, also wirklich nur selten. Und wenn, dann auch nur, wenn mein Bruder auch Bock hat. Wenn er Bock hat und dann gehst du wahrscheinlich mit, oder? Ja, aber ich sag mal so. Den anfertig. Nein, so weiter bin ich nicht. Ich auch nicht, aber. Aber Infinity War gehst du doch ins Kino, oder? Ja, wahrscheinlich. Film geht einfach fast 2 Stunden. Film geht über 2 Stunden. Ich weiß, deswegen haben die da auch noch aufgeteilt, weil da gibt's ja auch noch, wie ist das jetzt? Hast gehört? Captain Marvel. Mhm. Also, der eine. Die wird jetzt ans Set entdeckt. Also, da gibt's wirklich so Bilder schon. Cool. Kevin, du hast noch nie kein Herr der Ringe gesehen, oder? Da habe ich. Du hast noch nie kein Herr der Ringe gesehen. Wow, Alter. Doppelte Verneinung. Doch, habe ich sogar. Aber trotzdem freut ich mich, dass Marvel auch in diese Richtung geht mit diesen langen Filmen. Ja, gleich ein 10-Stunden-Film hat. Am geilsten. Nee. 10 Stunden. Na. Ich bin schon gespannt, wann einmal wieder Pornofilme in. Was? War das gerade? Für mich sind 3 Stunden im Minimum. Ich habe gesagt, wann kommen eigentlich Pornofilme ins. Nur ja, wenn keine Pornofilme kommen, Underman. Außer zu den Abendveranstaltungen, aber dafür wird aber keine Werbung gemacht. Warum? So musst du schon selber wissen, wann das ungefähr. Was ist eigentlich 50 Shades of Grey? Underman, zählt das für dich? Ich habe ihn nicht gesehen. Schau mal so Blödsinn nicht an. Ach. Ich hab du. Genau du. Ich hab eigentlich auch drum geredet, dass genau Underman sein Jam ist. Ich auch. 50 Shades of Grey, Alter, ja moin, ja. Kann man sich richtig gönnen. Aber du hast. Der Spawn für Melissa ist aber echt gut geworden, muss man sagen. Wer ist Melissa, Kevin? Melly, Panferium. Der ist so. Von der Melissa. Ich nenne sie immer Melly, aber. Alter, wenn du bist doch Stalker, das musst du langsam mal wissen, selbst ich weiß das. Ist... Hä, für was sollte sonst Melly stehen? Arnold, lebst du noch? Millennium, keine Ahnung. Millennium, Alter. Alter, wer hat hier mit Dirt gebaut? Wer hat hier hässlich mit Dirt hochgebaut? Alter, jetzt könnt ihr euch mal verpissen, ihr scheiß Zombies hier! Lukas. Geht in meinen Spawner, aber nicht sonst woanders raus, Mann. Ja. Meine Fresse hier. Komm mal her. Muss echt noch eine du Tür reinbauen, ist das. Ab. Hier, bau den Dirt ab. Den hast du platziert. Ja, muss mir echt noch irgendwas überlegen hier vorne, Alter. Weil hier kommt immer alles rein, das regt mich langsam richtig auf. Bau eine Pistentür.
Da kommt alles rein, wie ein. Ja, aber eine Tür sieht dann auch kacke aus, Alter. Wenn da eine Pistentür. Weiß nicht genau, was du meinst. Eine Pistentür, die, wie bei mir, dass es so aufgeht, also zum Beispiel 3x3. Hä? Also ein Pisten. Wie erkläre ich das jetzt? Ja, bitte richtig, Kevin. Pistentür ist das. Du weißt ja, was ein Pisten ist, oder? Kolben. Ein Pisten. Warum mach ich das? Ich hab doch genug Eisen noch dabei, verdammte Scheiße. So. Eine Pistentür ist der Tür. Ja, achso, ja, ich weiß, was du meinst. Das jetzt könntest du doch einfach hinbauen. Könnte ich. Warum jetzt schon wieder ein scheiß Ofen in meinem Inventar? Leck mich am. Oder du lässt es nicht bauen. So, ich baue jetzt meinen zweiten Beacon hin. Wenn mich jemand fragt, hast du einen Pisten? Eher drauf kommen, als wenn jemand zu mir sagt, hast Kolben. Ja, Pisten ist so hot. Also. Ah, ich habe meine Lüte sogar perfekt dabei, da kann ich hier runterspringen. Ich bin zu blöd, eine Lüte zu benutzen. Verstehe ich aber. Ja, die muss ich noch ändern, aber ich verstehe nicht. Das ist halt nicht meine Schuld. Ich finde es irgendwie voll nice, wie die Welt allgemein aufgebaut ist. Es sieht übelst gut aus, aber man baut hier. Verstehe ich nicht. Was ist? Wer baut was wo? Hier neben dem Spawn, also mal rechts vom Spawn, wenn du oder links, keine Ahnung, wie man gerade steht. Warte, Richtung Norden, ganz einfach. Dort gibt es richtig geile Baustrukturen, also kann man richtig geil bauen, aber niemand baut hier. Ja, Kevin, dann bau du doch da drauf was. Ich hab doch mein Haus schon. Alle bauen in deiner Nähe. Ja, weißt du, weißt warum? Ja, ich weiß. Immer so. So, und dann machen wir mal hier oben das Ding ran und dann ist hier wieder ein bisschen heller. So, perfekt. So, dann hau ich das hier noch weg. Perfekt. So, und jetzt muss ich wieder runter und bauen. Ja, Mann. Ich glaube, du freust dich schon auf Monster Hunter Wald weiter zu zocken unter der Tür. Ja, ich kann nichts anderes denken. Während ich hier gerade Minecraft spiele, denke ich nur daran, wie ich Gegner töte. Es hat aber übelst Bock, so ein Ding zu töten, dann erinnere ich dieses Gefühl, wenn da steht, besiegt und dann, yes! Ja, das ist wirklich gut. Deswegen liebe ich die Reihe auch schon seit Jahren. Ich habe es halt nur damals auf PlayStation Portable gespielt, dann irgendwie nochmal auf DS irgendwie. Und dann halt jahrelang nicht mehr. Das ist eigentlich noch ganz kurz auf. Eigentlich noch ganz kurz auf der Wii, Monster Hunter Tri, was ich damals hatte, zu meiner Wii dazugekriegt. Da bin ich auch so froh, Alter. Ich muss mir vorstellen, meine Eltern haben mir das Ding gekauft, ne? Beim GameStop. Ja. Und da haben die gesagt von GameStop, ja, wenn du eine Wii kaufst, kannst du nur ein Spiel dazu aussuchen. Und da bin ich auch froh, dass der Typ von GameStop das gesagt hat. Meine Eltern wollten irgendwas anderes mitnehmen, keine Ahnung, was es war. Und da hat der Typ von GameStop meine Eltern noch zugequatscht, dass sie doch lieber Monster Hunter mitnehmen. Bin ich froh drüber. Bin ich echt froh drüber. Schlechte Entscheidung. Halt die Fresse an, Mann. Wir muten dich erstmal. Gleich haben wir gebannt. Ja, yeah, ich hab all. Ich hab. Genau. Es gibt genau einen Link, der eine Niete und ich hab genau die Niete bekommen. Ich glaube, ich mach da Toast Plus rein. Oh nein, machst du nicht. Also, dass man die Niete irgendwo eintauschen kann. Warum soll man Anderman gegen was eintauschen können? Muss man wirklich machen, Alter, die Niete ist Kopf von Anderman. Das geht halt leider nicht. Ich hab diese also dieses Geld ist auch eigentlich ein Kopf, aber der wird zurückgesetzt. Das ist so scheiße. Würde ich das echt gerne machen. Oder ich nenne sie einfach Underman. Also hast du eigentlich dein Elder Sword schon geholt? Elder Schwert? Nee. Echt nicht? Also von hier hätte ich auch. Sogar Lukas hatte schon. Ich glaube, ich habe da nur Rückschuss 5 draufgepackt, oder? Verbrennung auch, oder? Keine Ahnung. Oh, mal weg die Kacke hier und dann müsste es eigentlich relativ gut aussehen, was ich da gebaut habe. Bam, 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 boom. Skrrr. Kack.
Bum. Ups, ah ja, heute ist DSDS fix. Und dann ist das Schungencamp. Ah ja, Raxus. Ja, Raxus, ne, weiß Bescheid. Ja, ich glaube, ich auf der RWS das Monster Hunter World. Ja. Kann ich auch in die Monster Hunter World reinkommen? Party? Hey. Was? Monster Hunter World Party reinkommen? Ich meine TS. Bleibst du TS dafür, oder? Meinst du nicht Monster Hunter Spiel? Jo. Weiß ich nicht. Auch seelische Unterstützung. Bei was? Ja, mit meinen Problemen. Okay. Österreichische Probleme hast du? Ja, ja. Wie vor, wie 1938. Ach so, okay. Ja gut, dann muss... Ich weiß nicht, ob ein Deutscher da unbedingt helfen sollte. Das ging letztes Mal auch nicht gut aus. Die haben immer die besten Lösungen, ne? Die Deutschen. Die Lava hat echt perfekt gereicht, die ich noch hatte. Krass. Ja, mit... Ja. Da gucken wir mal, wie das hier unten aussieht. Oh, 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 ja. Ich ganz schön viel Platz einfach in meiner Wohnung, wenn ich das so sagen darf. Oh Gott, da hinten ist was ausgelaufen. Das ist alles perfekt. Oh mein Gott, da hinten. Scheiße. Ganz vergessen. Oh Gott, ich bin ein Lama. Stirb. Brenn immer noch. Stirb. Alter, wenn du hast 5 Tote, von wo? Ja, alle guckt die. Echt? Nein, einmal habe ich Suizid gemacht. Dazu darf ich nochmal einen anderen killen? Nein. Ey, dazu darf ich jetzt eigentlich den sinnlosen Knopf zum /kill-anderen-Knopf umwandeln? Nein. Oh. Ja. Verlustig. So, wie kriege ich jetzt diese Stütze hier unten weg, Alter? Kim, was ist das beste Album? Von der Musikgeschichte. Von der Musik. Aber das heißt ich, Alter, das ist viel zu viel. Ich finde Imperator von Kollega. Ganz klar. Von Kollega würde ich King. Hast du King? Ja. Von Kollega ist King das Beste, also. Ey. Doch. Der Imperator ist noch besser, finde ich. Oh! Die Zahlen sprechen dafür, dass King besser ist als Imperator. Ich hab jetzt wegen dem Vollbau. Bombe Spawner bekommen! Jawohl, den nächsten kann ich gleich platzieren. Nein, das ist nicht, Kevin. Oder soll ich platzieren? Ey, Kevin, du hast einen removed gerade. Oh, das kann. Gefällt mir. Geh raus. Also, Kevin, hör auf mit dem Scheiß. Ja! Du Arschloch! Was machst du für einen Scheiß? Ich wechsle die ganze Zeit durch. Macht Spaß, oder? So, jetzt habe ich das Lichtproblem, glaube ich, bei mir in der Wohnung gelöst, Alter. Ist zwar ein bisschen heftig, aber was soll's. Fick dich, ich bin gewissen immer mit da. Hast du das Lichtproblem gelöst? Ja, es war ein bisschen heftig, aber ich glaube, ich hab's gelöst. Ich schau mir das gleich an. Imperator, Diktator. Das darf ich jetzt nicht sagen. Dein Leben hart vor. Und? Imperator. Ja, was natürlich findet, Zelda finde ich jetzt urlangweilig, wirklich. Ich weiß, ich auch. Der spielt es auch nicht mehr. Digga, wer hat 100% macht, der ist ja komplett doof. ASX, der hat 300 Spielstunden da drin. Also, so doof, Alter. Für so ein Scheißspiel. 300? Schlechteste Zelda, ja. 100 Pro. 3? Wow. Also, das ist. Alter, da bin ich in Terraria weniger als wer. Ich habe nur 281, okay? Aber ja, 300. Alter, der hat kein anderes Spiel für seine Switch, okay? Doch, er hat Super Mario World. Das hat über 100 Odyssey, hat er 100 Stunden. Was ist mit Kart? Ich hab das glaube ich mal in deinem Live. Ja, Kart hat er auch. Also, das ist noch nicht nur eins. Hey, Anaman, was geht? Aber ich find's voll lustig, Hallo. Dass auf die Switch kommt man zu Hunter World gar nicht. Also es. Ja, Anaman, kommst du mal kurz, willst du mal lustig gesehen? Nee, warte, ich muss kurz meinen Zombie-Spawner verkaufen. Für Geld. Ach, wirklich, Anaman. Ich dachte, du verkaufst irgendeine Leistung. Für 6 und unten dachte ich jetzt echt. Ja, Kevin, für dich kann ich das anbieten.
habe meine Kontakte. Hier, endlich! Auch schwul natürlich. Spule auf bis zur Tür, oder? Okay. Alles biete ich an, alles. Nein. Es ist... Das ist oh, komplette Vulkan. Endlich bekomme ich auch mal so einen Scheiß, ne, ey. So, jetzt natürlich komm jetzt zu dir. Okay. Aber vom Kollegen ist das beste Kollabo-Album ist der Pegge 3. Ich finde von, ja, JBG 3 finde ich 3 Liter cool, aber sonst... Ja gut, geht. Vielleicht liegt es dann auch, dass er auf dem Konzert war und dann habe ich so ein anderes Feeling dafür. Was, KZ? Konzert! Ach so! Alter! Ich wollte gerade sagen, vielleicht lag es auch daran, dass ich im KZ war, ich habe ein anderes Feeling. Was? Das ist doch Alter, ist das geil. Kann man da bauen? Kannst gerne reinspringen, wenn du möchtest. Der bin ich. Ja, das schau, ich sterbe gar nicht durch den Scheiß. Kill Underman. Ja, ja, ich sterbe gar nicht, schau. Ja. Soll ich es kurz ändern? In der Lava? Nee. Also, wie viele Zombies sind denn hier gespawnt, bitteschön? Töten, 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 töten. Ich muss töten. Hey, was war das? Nö. Nix gewonnen. Ich dachte gerade, aber es war nix. Also schau mal hinter dir zur Tür. LOL. Ja, was willst du mir zeigen? Das sieht ein bisschen übertrieben aus, aber... Ich weiß, ich habe auch damit gerechnet, dass es eigentlich ein bisschen kleiner ist und ich ein bisschen mehr Platz an den Seiten habe, aber es ist halt einfach fett, ne? Aber das Gute ist, es ist nicht jetzt komplett hell. Ich könnte eigentlich die ganzen Fackeln hier wegnehmen. Ja, zur Tür, was willst du mir zeigen? Oder war das das, oder? Warte, das war das. Aber, scheiß Skelett! Ich dachte, hier kommt nichts mehr rein, verdammte Scheiße! Eigentlich, du hast doch noch diese Glasflaschen, oder? Die könntest du eigentlich eintauschen gegen solche Abbautränke, da hast du Haste 4 und so. Das war praktisch. Haste 4? Haste 4. Haste 4. Haste 4. Hartz 4? Was? Ja, was? Wer hat Hartz 4? Heaven? Ja, was? Ich bin Hartz 4. So, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ne? Okay, ist der Eisengolem-Spawner. Eisengolem, den hast du ja schon. Den hab ich. Den muss Anna mir noch bauen. EC. Oh, was hat eigentlich Anna zu seiner Ender-Chest? Eisengolem-Spawner, Feuerrakete, Open. Saphir. Dein Ender-Chest sieht halt schlimmer aus als dein Inventar. Und? Was hattest du von Underman, Alter? Kennst du mich nicht? Ich war. Alter, ich hab verdammt viel Zucker verbraucht. Ah, stimmt, ich hab's angebaut. Ich hab hier noch voll viel Zuckerrohr. Schade, dass man nicht gebratene Kartoffeln rausbekommt, wenn man was in die Lava wirft. Ey, ist ja voll lustig. Wirfst Kartoffeln rein, kommt Bratkartoffeln wieder raus, Alter. Also wie in Zelda. Wie in Real Life, Alter, wie in Real Life, Alter. Wirfst du Kartoffeln rein, kommt Bratkartoffeln zurückgeflogen, Alter. Ja, voll ins Gesicht. Stell ich mir irgendwie lustig vor. Oder wie ein Zelda, oder? Scheiße. Ja, wirf's rein, brenn kurz, bumm, fertig, Alter. What the fuck? Manchmal frage ich mich, wofür brauche ich eigentlich noch OP-Goldäpfel? Ja, weil es aber schon OP ist irgendwie, ne? Ich sag's mal so, ich habe auch Mobs eingeführt mit Command, also heißt ein paar Mobs sind stärker als andere. Da bringt eine Saphir-Rüstung wenig. Wie viel Money habe ich denn jetzt eigentlich? Anderman, glaube ich, hat schon bekannt schon meinen Job! Oder? Ja. Jo, bin. Wie viel habe ich denn? Ich habe 5000! Ich mehr gestorben. Ich fahre mir das Plus Marine. Weil, wenn ich jetzt mal eine Chance habe. Du kannst 9 Lootboxen öffnen, ne? Würde ich nur gesagt haben. Ja, aber ich will mein Geld jetzt nicht verschwenden. Hä, warum? Was ist denn sparen? Kevin, ich. Erst natürlich ganz sick. Keine Ahnung, eigentlich. Irgendwie Lootboxen, eigentlich sinnvollste. Da bekommst du voll viel Glück, also ich hab bis jetzt voll Glück gehabt. Der Katja hat mich auf Instagram angeschrieben. Wer? Der Katja hat mich auf Instagram angeschrieben. Bestimmt Fake-Profil. Der ist so ein krasser Witch oder so. Keine Nein, weißt du, was lustig ist? Weißt du, was mich auch ein bisschen ankotzt auf Facebook? Der Moment, Alter, wenn du von irgendeiner random Fake-Profil angeschrieben bist, ne, und der einfach das Profilbild hat von der Ex von dir, Alter. What the fuck, Junge? Der Moment, das ist der Moment, den ich vor kurzem gehabt. Alter, ich dachte mir so, was? Was will die jetzt auf einmal? Guck ich so auf den Namen, was zur Hölle ist das denn?
Komm an der Schias Rastrak, ja blöd! Alter. Ja, russisch. Ja, warum? Ja, die suchen, die googeln noch irgendwelche also, Bilder, Alter, jetzt schnappen sich dann irgendwelche Fotos von Facebook, dann nehmen sie die einfach und dann jo, fertig. Am besten Nacktbilder. Aber guck dir mal an, was, wie viele YouTuber einfach, von wie vielen Fake-Profile einfach auch teilweise Bilder sind von YouTubern, die sie irgendwie auf Instagram oder so gepostet haben. Das ist voll lustig. Ja, das ist voll lustig, Alter, gehst da durch, ach guck mal, der YouTuber, der und der und der und der will mich enden, aber geil, Alter. Wenn ich jetzt noch mehr Blumen bekomme, öffne ich gleich das Portal, ey. Das Manuskript, das bekomme ich antike Blumen. Ich hab nicht gesagt, jetzt das Portal direkt öffnen, also. Aber es ist auch immer komisch, finde, wenn du geedit wirst auf Facebook von Leuten, die du gar nicht kennst. Ich wurde vor kurzem von jemandem geedit, der ja, in seiner. Nee. Das war ein Mädchen, das hatte so einen Profilstand dann drinne. Schwarz spiegelt meine Seele wieder. Ich denke mir, oh, hä? Ja, ich edit jeden auf Facebook, okay, aber ich habe auch einen Fake-Account oder so. Ah, Hannes 4 oder so, Scheiß, ne? Hä? Nee. Du hattest doch auch mal einen Hannes 4-Account, oder nicht? Du hattest... Doch. Alter, woher hast du meinen Account? Weil du mich mal geedit hast, verdammte Scheiße, auf... Nee, du hast mich mal irgendwie angeschrieben gehabt, auf was? Facebook, auf der Profilseite oder so. Was? Hannes 4, Alter, wer nennt sich verfickt nochmal Hannes 4, Alter? Ja, na und? Warum hast du Fake-Accounts, Alter? Was ist dein Problem, Alter? Also schau mal meine Freunde an auf Facebook. Ich hab jeden, Alter. Von China bis in Amerika oder so. Jeden ja. an. Warum Fall. Machst du das? Ja, keine Ahnung. Versteh ich nicht. Fake-Account. Ja, jetzt bekomme ich die Freundschaftsanfragen. Danke dafür. Das muss draufschneiden. Hey, was meinst du? Warte. Oder ich sag ja auch nicht, dass du Stefan Ficker heißt auf Facebook nicht. Wie heißt ich nochmal? Ist eigentlich Manuskript gegen antike Blumen schlechter Deal oder ein guter? Schlechter. Schlechter auf jeden Fall. Weil du brauchst ein Manuskript, um eine antike Blume zu bekommen. Ey, das ist echt gut, dass ich jetzt hier so Lavasee direkt bei meiner Farm habe. Ich kann die ganze Scheiße nicht mehr brauchen, einfach direkt reinschmeißen. Echt? Natürlich, dein Lava-Ding schaut so aus wie ein Reaktor irgendwie. Das Punktgerüst. Ja, guck dich mal generell genau um in meiner Wohnung, Alter. Hier ist überall Lava. Ich wollte das genauso bauen, dass es aussieht, als wenn hier ein riesiges Lava-Schloss wäre. Überall Lava. Oder? Ja, wie in Real Life. Ich bin auch Kellerkind, Alter. Hab ich auch bis tiefer gebuddelt, Alter. Dann immer Lava hier. Ja. Schön warm, Alter. 1000 Grad plus im Winter. Im Sommer wird's richtig gut, Alter. Im Sommer? Ja, aber auf jeden Fall ist egal. Wir sind schon bei über 2 Stunden Aufnahme, ne, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wollte es eigentlich, wie gesagt, kürzer machen, aber scheiß drauf. Naja, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ne? Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ciao.